Guten Abend, herzlich willkommen zu unserer vierten bereits Veranstaltung in der Reihe Modernisierung und Fortschritt, die Zwischenkriegszeit in Mittel- und Südosteuropa. Wir haben jetzt eben den vierten Vortrag, also wir fangen quasi mit der zweiten Hälfte an und kehren nochmal ein bisschen an den Ausgangspunkt zurück. Wir sind ja in der ersten Veranstaltung zum Frauenstimmen und Wahlrecht schon am Rande auch eben ein bisschen auf die Tschechoslowakei eingegangen. Und jetzt werden wir uns mit diesem neuen Staat in der Tiefe befassen. Mit einem Staat, der eben in der Perspektive der Akteure seines Aufbaus klar auf der Seite des, könnte man sagen, historisch-zivilisatorischen Fortschritts stand, der Moderne, der Demokratisierung. Dass dieses Bild eben der Zwischenkriegszeit aber deutlich facettenreicher ist, als es zunächst, vor allem nach 1990, vielleicht in der Erinnerungskultur erschien, das wird uns unser heutiger Referent, Professor Dr. Uta Konrad, näher bringen, den ich mich sehr freue, hier begrüßen zu dürfen. Ganz kurz einige Worte zu seiner Person. Professor Konrad ist seit 2012 Vorsteher des Lehrstuhls für Deutschland- und Österreich-Studien an der Fakultät für Sozialwissenschaften an der Prager Karls-Uni. Dort hat er auch sein PhD in moderner Geschichte einst abgeschlossen. Er ist eben auf diesen Lehrstuhl zurückgekehrt, nachdem er letztes Semester in der Uni Regensburg eine Vertretungsprofessur innehatte. Zu seinen Forschungsinteressen zählt eben die vergleichende Geschichte Mitteleuropas, jetzt im Sinn von Central Europe, im 20. Jahrhundert, die internationalen Beziehungen, aber auch die Wissens- und Universitätsgeschichte. Zwei Forschungsprojekte stelle ich Ihnen ganz kurz näher vor und jeweils eine Publikation, die damit verbunden ist. Die ganze Liste wäre hier deutlich zu lang. Das eine ist ein Forschungskomplex zur Gewaltgeschichte, könnte man sagen. Die Verbindung von Gewalt und Krieg in Mitteleuropa im Vergleich. Da gab es ein größeres Projekt des tschechischen Nationalfonds, könnte man sagen, der Czech Science Foundation, Violence in Central Europe During and in the Aftermath of World War I, von 2014 bis 2016. Und da ist also wirklich sehr frisch dieses Buch erschienen, was ich Ihnen einmal rumgebe. Das ist ein Forschungsbereich, den Herr Konrad jetzt eben auch weiter bearbeiten und ausbauen wird. Er ist seit 2018 Mitglied im Research Center of Excellence for the Transdisciplinary Research of Violence, Trauma and Justice an der Karls-Universität und arbeitet da eben über Gewalt aus historischer Perspektive. Das soll tendenziell, wenn ich das richtig verstanden habe, sich fortentwickeln und auch verbreitern, auch etwas auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und wieder in einer komparativen Perspektive. Das andere, was ich mitgebracht habe aus einem etwas älteren Projekt, aus dem Projekt zu Edvard Beneš, den Deutschen und Deutschland, kommt aus einem Projekt von 2010 bis 2014. Das hat aber den Vorteil, dass es auch deutsch ist, deshalb gebe ich das auch noch einmal rum, sodass Sie einen kleinen Einblick haben. Ja, dann übergebe ich Ihnen das Wort und freue mich sehr auf Ihre Ausführungen. Ja, vielen Dank für diese schöne Einführung, für die Vorstellung und natürlich für die Einladung zu dieser Reihe. Ich habe jetzt einen Vortrag ungefähr 50 Minuten, für 50, 55 Minuten vorbereitet und dann werde ich mich auf die Diskussion freuen. Ich werde den Vortrag vorlesen, weil es für mich ein bisschen einfacher ist und zugleich also hoffe ich, also dass dadurch diese Zeitdisziplin einfacher einzuhalten wird. Wie schon erwähnt, also wie Sie hier sehen, es geht um die Frage Demokratie und Nation. Ich habe das so bezeichnet, also die Ambivalenz des tschechoslowakischen Staatsaufbaus 1838. Der Vortrag oder diese Erwägungen, diese Ideen oder diese Thesen stammen von ein paar Artikeln, die ich zu diesem Thema geschrieben habe. Muss ich sagen, auch ein paar habe ich benutzt, ein paar Referate, die ich an den Tagungen vorbereitet hatte. Und es geht um jetzt vielleicht eher noch nicht so ganz durchgedachte Thesen. Und daher bin ich auch also auf Ihre Reaktion und Ihr Feedback gespannt. Also diese Idee, diese Problematik hat mich interessiert mich ziemlich viel. Dies auch teilweise meine ich
aktuell, also die Frage Demokratie und Nation gerade in der heutigen Mittel- und Osteuropa. Also so viel zur Einleitung und jetzt also ein paar Worte zur Einführung zu diesem Vortrag. Wie Sie vielleicht wissen, gipfelten in Prag vor einigen Tagen die Feierlichkeiten anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Gründung der Tschechoslowakischen Republik am 28. Oktober 1918. Einen gemeinsamen Nenner dieser Festivitäten zu finden, fällt einem zuerst schwer. Man erinnerte die sogenannte Erste Republik, also das heißt die Zeit der demokratischen Tschechoslowakei in den Jahren 18 bis 38, in kleinen Dörfern, wo etwa eine freiwillige Feuerwehr die Feier veranstaltete, als auch im Zentrum der Politik, als der Staatspräsident an der Prager Burg die hochverdienten tschechischen Staatsbürger dekorierte. Auch im Fernsehen konnte man fast jeden Tag im Laufe mehrerer Wochen etwas über die Erste Republik sehen, die im tschechischen öffentlich-rechtlichen Fernsehkanal nach amerikanischem Vorbild ausgestrahlene TV-Show Stardance widmete einen ganzen Abend dem Tanzen im Geiste der Ersten Republik, weil diese Erste Republik in dem tschechischen kollektiven Gedächtnis als eine besonders elegante historische Zeitperiode gilt. Nichtsdestoweniger, meine ich, ein Aspekt scheint mir bei vielen dieser Feierlichkeiten besonders auffällig. Die Erste Republik, oft durch die Person ihres ersten Präsidenten Tomáš Garrigue Masaryk verkörpert, transzendiert, würde ich sagen, die Gegenwart und zwingt die heutigen Bürger der Tschechischen Republik, sich an ihr zu messen, beziehungsweise damit zu rechnen, dass ihr Handeln an der Ersten Republik und vor allem an Tomáš Garrigue Masaryk gemessen werden könnte. Ein Beispiel: in der mährischen Stadt Olomouc wurde unlängst im Rahmen eines Street Art Festivals ein Graffiti oder ein Mural, kann man sagen, gemalt, welches den gerade auferstandenen Masaryk zeigte. Er kann seinen Augen nicht trauen und fängt sogar die tschechische Realität sehend zu weinen an. Masaryk trat auch zum Schluss des Videomappings in Prag am Wenzelsplatz am Abend des 28. Oktober 2018, also vor einigen Tagen oder Wochen, auf, als er von Zehntausenden Zuschauern sagte, also sein Bild oder seine Filmaufnahme, der sagte: Ich werde euch weiter beobachten. Worauf er mit spontanem Applaus bedacht wurde. Ähnliche Ideen, um das letzte Beispiel zu erwähnen, standen auch hinter der Enthüllung eines Masaryk-Denkmals, Denkmales unweit von der Prager Burg, das heißt von dem traditionellen Sitz der tschechoslowakischen und jetzt tschechischen Präsidenten. Schon im Jahre 2000 wurde das Denkmal gebaut. Und Masaryk, wie Sie sehen, sollte hier, also von seinem Platz sollte seine Nachfolger auf der Prager Burg beobachten. Das ist auch, das heißt, es ist schwierig, also eine Fotografie, also Burg und Masaryk auf einmal zu finden. Also so befindet sich auch der heutige tschechische Präsident, Staatspräsident Zeman unter diesem sorgsamen Blick von Masaryk. Diese transzendente Rolle von Masaryk und der Ersten Republik wurzelt schon in den 1990er Jahren, als nach der sogenannten Samtenen Revolution, also nach der Wende im Jahre 1989, und jetzt ist alles natürlich in Anführungszeichen, die elegante, politisch und wirtschaftlich erfolgreiche Erste Republik als ein Vorbild und Wegweiser für die Rückkehr der tschechischen Gesellschaft zurück in die natürliche Bahn ihrer Geschichte dienen sollte, aus welcher sie durch den schändlichen Kommunismus heraufgerissen worden war. Dieser Kurs sollte zurück nach Europa, zu Freiheit, Selbstständigkeit, Demokratie und zu Wohlstand führen. Letzte zwei Fotos, das muss ich zeigen. Also hier ist ein Bild von Masaryk, eine Fotografie aus einem beliebten Pferd, Hector heißt er, nach dem Schloss Lani. Und er war ein guter Reiter, ja, also das war ein beliebter Sport, also Reiten. Und hier in dem gleichen Schloss, also in dem Schlossgarten,
Václav Havel, also der tschechische Präsident nach 1989. Natürlich nicht auf dem Hektor, auf dem anderen Feld, aber Havel war, ich meine, das war vielleicht zum ersten Mal, zum letzten Mal, als er auf dem Feld gesessen hat. Also wieder diese, ja, dieser Versuch, also diese Vorbildfunktion, also der, also von Masaryk und der Ersten Republik. Inzwischen hat sich viel geändert natürlich in der Tschechischen Republik, aber immerhin, dass bis heute die Erste Republik und Tschechoslowakei immer in Tschechien gefeiert wird, belegt auch die heutige Nachfrage nach einem staatstragenden, integrativen, nationalen Narrativ, welches auch eine Vorbildfunktion innehat. Doch, sollte man fragen, sind diese Erwartungen berechtigt? Kann die Erste Republik wirklich als ein Modell dienen? Und in welchem Sinne? Was war überhaupt diese Erste Republik? In meinem Vortrag werde ich zwei eng zusammenhängende Themen ansprechen. Erstens geht es um die Verknüpfung von der neuen politischen Ordnung nach 1918 und der tschechischen nationalen Selbstständigkeit, also um die Verknüpfung zwischen der Demokratie und Nation, die oft in einem Atemzug auch bei vielen Gelegenheiten auch heute immer noch erwähnt wird. Zweitens werde ich versuchen, den damit verbundenen tschechischen, tschechoslowakischen Exzeptionalismus teilweise zu brechen, in dessen Folge sich die tschechische historische Erinnerung an die Zwischenkriegszeit nur auf die Erste Republik konzentriert, als ob sie eine Insel in dem damaligen Europa und der Welt gewesen wäre. In diesem Zusammenhang noch eine Anekdote, ich verspreche schon die letzte, eine aktuelle Anekdote würde ich gerne noch erwähnen. Vor einigen Tagen wurde der tschechische Premierminister im Rahmen einer Pressekonferenz von einem Journalisten gefragt, warum die Glocken am Sonntag, dem 11. November, in ganz Tschechien klingen sollten. Er wusste keine Antwort und gab zugleich zu, dass ebenso der Innenminister, den er in der vorherigen Regierungssitzung in gleicher Sache befragt hatte, auch keine Ahnung habe. Für die meisten Tschechen also endet der Erste Weltkrieg am 28. Oktober, als die Tschechoslowakische Republik in Prag ausgerufen wurde. Dagegen ist der Tag des Waffenstillstandes am 11. November weitgehend unbekannt. In der tschechischen historischen Erinnerung ist der Erste Weltkrieg, wie sich ein tschechischer Historiker äußerte, nur zu einer Kulisse der eigenen Nationalstaatsgründung geworden. In Wirklichkeit ist jedoch die Gründung und die Geschichte der Tschechoslowakei nicht ohne breitere, mindestens gesamteuropäische Zusammenhänge zu sehen. Sie entstand, wie bekannt, infolge einer Demokratisierungswelle und als Frucht der Ideen der nationalen Selbstbestimmung, die die Karte Europas tiefgreifend veränderten. Also hier also nur für Information, also die Zentraleuropa in der, also im Jahre 1919, also in der Zwischenkriegszeit. Das Nationsprinzip sollte die stabile Demokratie gewährleisten, es sollte Möglichkeiten einer politischen Partizipation erhöhen. Hier ist auch einer der Gründe für weitgehende sozialpolitische sowie bildungspolitische Maßnahmen zu sehen, sowie für die Versuche, die noch übrig gebliebenen Privilegien der alten Eliten abzuschaffen, welche darüber hinaus in Mittel- und Osteuropa öfters als national fremd angesehen wurden. Also die Beispiele nur ganz kurz, die Herabsetzung der täglichen Arbeitszeit auf 8 Stunden an 6 Wochentagen, die Bezahlung der Urlaubszeit für Arbeiterinnen und Arbeiter, das Verbot von Kinderarbeit und von Nachtarbeit für Frauen unter 18 Jahren, die Mieterschutzgesetze, die Stärkung der Rechte von Arbeiterinnen in den Betrieben sowie die Einführung einer quasi staatlichen Arbeitslosenunterstützung bremsten überdies den linksrevolutionären Schwung. Kurz nach der Gründung des neuen Staates, es kommt zu diesen bildungspolitischen Reformen, wurden auch neue Universitäten in Brünn, also die Masaryk-Universität, also die zweite tschechische Universität, gegründet und dann eine offiziell tschechoslowakische Universität, Komenský-Universität in Bratislava, in der slowakischen Hauptstadt. Es wurde auch ähnlich wie in den anderen zentral- und osteuropäischen Ländern auch in der Tschechoslowakei eine umfangreiche Bodenreform realisiert. Eine Reihe von Gesetzen der Jahre 1920 sollte die höchst unausgewogene Besitzstruktur des Landes ändern. Also Beispiel, so besaßen ein paar Zahlen,
so besaßen im Jahre 1913 nur 151 Großbauern 28% des Bodens in den böhmischen Ländern. Also Umverteilung an die kleinere und mittlere Bauern und zugleich auch also eine nationale Aufgabe, eine nationalpolitische Reform, also welche mit diesem, aber diese Reform gegen die katholische Kirche ausgerichtet war, weil die katholische Kirche gehörte damals und Adel gehörten zu den größten Grundeigentümern im Land. Trotz all dieser Reformen, die in dem optimistischen Geist nach der Gründung des eigenen Nationalstaates und in dem Versuch, seine realen, außer auch vermeintlichen Schwächen auszuräumen, also trotz all darin wurzelten und die Demokratie stärken sollten und die Partizipationsmöglichkeiten der breiten Bevölkerungsschichten stärken sollten, verbarg das Nationalprinzip gerade im Kontext von multiethnischen Staaten in Mittel- und Osteuropa auch viele Gefahren für die Demokratie. Die politische Partizipation der großen Teile der Bevölkerung, welche nicht zu der staatstragenden Nation gehörten, wurde durch dieses Nationalprinzip natürlich in Frage gestellt. Daher ist die Beziehung zwischen Demokratie und Nation eine spannende Geschichte. Und in diesem Kontext stellt die Tschechoslowakei ein hervorragendes Fallbeispiel dar. Sie war einerseits ein typischer Nachfolgestaat. Die Tschechoslowakei hatte mit ähnlichen Problemen wie auch andere neu gegründete bzw. wiedergegründete, errichtete Staaten in Mittel- und Ostmitteleuropa zu kämpfen, also unmittelbar nach dem Ende des Krieges, also mit den sozialen, demografischen und ökonomischen Folgen des Krieges, mit den unsicheren Grenzen, mit einer Welle der Nachkriegsgewalt, mit der radikalen Linken, die bestehende gesellschaftliche Ordnung herausforderten, mit der Zusammensetzung eines Staatsterritoriums aus den Gebieten, die früher zu verschiedenen Staaten bzw. im Falle der Tschechoslowakei zu verschiedenen Imperienteilen gehört hatten. Und vor allem mit der schon erwähnten faktischen Multiethnizität, obwohl sie offiziell für einen Nationalstaat der Tschechoslowaken gehalten wurde. Auf der anderen Seite findet man auch einen wichtigen Unterschied, warum die Tschechoslowakei eigentlich ein ganz gutes Beispiel ist, Fallbeispiel ist. Also die Tschechoslowakei blieb in Mittel- und Osteuropa am längsten diesen Gründungsprinzipien treu. Und die Demokratie, wir werden noch sprechen in welcher Form, aber okay, also die Demokratie überlebte hier bis zum Jahr 1938. In der Zeit, als die Revolution von 1918 in ganz Mittel- und Osteuropa vielen als ein Schutt erschien, den man abschaffen sollte, jetzt ein Beispiel aus Österreich, bildete der Bezug zum Jahr 1918 in der Tschechoslowakei immer noch ein staatstragendes Narrativ. Die Tschechoslowakei stellte ein Überbleibsel der Pariser Friedensordnung in der Zeit dar, als diese Ordnung schon zusammenbrach. Also was waren die Gründe dafür? Wie wurde also dieses Verhältnis zwischen Demokratie und Nation in der Tschechoslowakei gehandhabt und lässt sich davon auch, wie am Anfang erwähnt und wie jetzt jetzt bei diesen Feierlichkeiten vor einigen Wochen ganz klar war, also lässt sich davon auch ein Modell ableiten für die heutige Situation. Also so viel zu meiner ziemlich zu viel langen Einführung und jetzt werde ich versuchen, diese Fragen zu beantworten. In ein paar Schritten. Zuerst werde ich kurz über Masaryk und Beneš sprechen, also über dem Nationsverständnis und Demokratieverständnis von Masaryk und Beneš. Dann werde ich etwas über die politische Kultur in der Tschechoslowakei sagen. Und drittens kurz über die Volkszählung dann noch zwei Themen, eine ganz kurze Thema, also die tschechoslowakische Roma-Politik aus dem Beispiel und letztlich auch würde ich gerne die gegenläufige Tendenzen gegen diesem Nationalismus, Nationsprinzip erwähnen. Also das ist ungefähr mein Plan und für die verbliebenen, vielleicht ja, sagen wir 30 Minuten. Zu Beginn also werde ich kurz das Nations- und Demokratieverständnis der damaligen Akteure ansprechen. Masaryk versuchte schon als ein wichtiger, bedeutender tschechischer Politiker aus dem österreichischen Reichsrat, also sitzend,
schon im 19. Jahrhundert versuchte, eine Konzeption der moralischen Größe des tschechischen Volkes zu entwickeln, die es ermöglichte, ein Zentrum nicht nur aus reinen Machtgesichtspunkten, also Bevölkerungszahl, ökonomische oder militärische Stärke des Staates, sondern auch aus der Perspektive einer ethischen Größe zu entwickeln. In diesem Sinne musste die Zukunft eines kleinen Volkes, meinte Masaryk, nicht unbedingt in der Anlehnung an eines der Machtzentren der damaligen Zeit im herkömmlichen Sinne bestehen. Wie, und das sind diese Dilemmata der tschechischen Politik im 19. Jahrhundert, wie in der austroslawistischen Konzeption an Wien oder in den panslawistischen Träumen an Moskau, sondern diese Zukunft konnte auch in der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessen Macht nicht zwangsläufig in einer quantitativen Größe zu sehen ist, sondern in einer moralischen, also qualitativen. Ein Zeugnis, also okay, das ist direkt zu kompliziert, aber also vielleicht ein Zeugnis, ein Beispiel, ein Zeugnis für die geistige Welt der tschechischen Eliten, die zum Umfeld von Masaryk gehörten, liefert auch ein kurzer Brief von Masaryks Tochter, Alice Masaryková, übrigens eine ganz wichtige Persönlichkeit, also auch für die Erste Republik. Also ein kurzer Brief von Masaryks Tochter, Alice Masaryková, an den langjährigen Außenminister und Masaryks engen Mitarbeiter Edvard Beneš. Anlässlich des Todestages ihrer Mutter, also die Ehefrau von Masaryk und Mutter von Alice. Und in diesem Brief also schrieb sie, also ist dieses Zeugnis sozusagen zusammengefasst. Und sie schrieb, Zitat, lieber Edek, seine familiäre Kurzform für Edvard Beneš, also lieber Edek, heute ist es schon 8 Jahre her, also 8 Jahre nach dem Tod von Alice. Von ihrer Mutter. Heute ist es schon 8 Jahre her. Möglicherweise hast du in Genf, Standort des Völkerbundes, also Beneš als wichtiger, also Außenminister, jedes Jahr, mindestens im September, ganze September in Genf, also möglicherweise hast du in Genf manchmal angespannte und schwere Augenblicke. Vergiss aber nicht, dass deine Arbeit leicht ist, denn Gott gibt immer Kraft, wenn er eine Aufgabe gibt. Deine Aufgabe kommt von Gott. Vergiss nicht, dass nicht du sprichst, sondern durch dich ein großes und edles Volk. Diese Ideen über die moralische Aufgabe einer Nation, die durch die persönliche Erfahrung der Masaryk-Familie mit der Religiosität des US-amerikanischen Protestantismus geprägt wurden, also diese Ideen setzte Masaryk in einem breiteren geschichtspolitischen Zusammenhang während des Ersten Weltkrieges. In der erstmals im Jahre 1918 publizierten Studie, also noch vor dem Ende des Krieges, in einer Studie Neues Europa, der slawische Standpunkt, deutete Tomáš Garrigue Masaryk den damaligen Krieg, als einen Kampf zwischen der mittelalterlichen Theokratie der Zentralmächte auf der einen Seite und der modernen, durch die Antanstaaten verkörperten Ideen wie Demokratie oder Gewissensfreiheit auf der anderen. Dem pangermanistischen Griff, und sind die originellen Zeichnungen, Karten aus diesem Buch, also diese Darstellung des pangermanistischen Griffs nach der Weltmacht, also diesem pangermanischen Griff nach der Herrschaft, sollte ein Band freier und demokratischer Nationalstaaten von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer, bis zum Schwarzen und zum Adriatischen Meer Einhalt gebieten. Aus dieser Perspektive schien die Gründung der Tschechoslowakei ja ein wichtiger Teil dieses Bandes, also dieses Walles gegen den pangermanischen Griff nach der Weltmacht. Also aus dieser Perspektive schien die Gründung der Tschechoslowakei im Einklang mit der geschichtlichen Entwicklung zu stehen, also von der mittelalterlichen Theokratie zur modernen Demokratie, also vom Mittelalter zum 20. Jahrhundert. Der neue Staat avancierte als eine Art Agent des zivilisierten und demokratischen Westens im Osten zum Garanten der neuen Ordnung in der Region. Zu seinem Gegen- und Feindbild wurden die alten destruktiven Kräfte, denen die konstruktiven, wiederaufbauenden Kräfte des neuen Staates gegenübergestellt wurden. Dadurch, und das ist, meine ich, auch wichtig, dadurch bekam das tschechoslowakische nationale Narrativ, also diese Selbsterzählung,
eine starke fortschrittliche Dimension, die die Selbstwahrnehmung und Selbststilisierung des Staates sowohl damals als auch später, auch in der Erinnerung, erheblich geprägt hat. Okay, aber diese große geschichtspolitische Erwägungen, übrigens, also habe ich gemerkt, also Schweiz ist hier also als, nicht als Teil von Deutschland, aber als Deutsch, ne, also geteilt und wirklich nach diesen ethnischen, ethnischen Kriterien aufgeteilt sogar. Diese geschichtspolitischen Erwägungen hatten jedoch nur wenig mit der Realität der Nachkriegsgesellschaft und eines multiethnischen Staates mit immer noch oft lockeren nationalen Identitäten in einigen Regionen zu tun. Als nach 1918 die politischen Eliten des neuen Staates mit der komplizierten ethnischen Lage konfrontiert wurden, dies betraf vor allem die Regionen, die aus Sicht des Prager Zentrums als Randgebiete erschienen, waren sie tatsächlich oft überrascht. Die Situation im Hulschiner Ländchen, das ist eine Region, kleines Region an der Grenze zum Deutschland, also die Situation in dem sogenannten im Hulschiner Ländchen erschien zum Beispiel einem tschechischen Abgeordneten aus Makedonie, was eine Chiffre für ein vormodernes Land mit aus einer modernen nationalstaatlichen Perspektive nicht nachvollziehbaren Identitäten war. Eine ähnliche Überraschung mit der gleichen noch nicht Zeitstruktur begegnet uns auch in Bezug auf die eigene, das heißt auf die tschechische Bevölkerung. So schrieb der Finanzminister Alois Rašín im Juni 1919 unmittelbar nach der Prager Demonstrationen gegen zu hohe Preise und Wucher, die in Gewalttätigkeiten und Plünderungen mündeten, an den in Paris weilenden Premierminister Karl Kramář. Zitat: Das ist noch keine Nation, das ist eine Meute. Und hier ein damaliges Foto von diesen Prager Demonstrationen von Mai 1919, also mit der, also hier auf Holzgalgen, ne, mit dem Inschrift: Letzte Mahnung an alle Wucherer und Feinde der Republik. Also in Vorstellung, in Darstellung von diesem Finanzminister, keine Nation, keine moralisch hohe, weiß ich nicht was Nation, sondern eine Meute, die dann später wirklich, es ist wirklich zu den Plünderungen, zu Gewalttätigkeiten in Prag gekommen. Auch gegen, viel stark gegen die Deutschen und Juden ausgerichtet. Die nach dem Krieg desintegrierte, ausgehungerte, misstrauische und potenziell revolutionäre Gesellschaft war alles andere als jene Nation mit hohen moralischen Werten, die das Licht des Westens in den von theokratischen alten Mächten verdorbenen Teil Europas bringen sollte. Es waren daher nicht die nationalen Makrogesellschaften, sondern die durch den allgemeinen Leidensdruck gebildeten Mikrowelten, ihre Bedürfnisse und Gerechtigkeitsvorstellungen, die zum Denk- und Handlungshorizont der meisten Menschen im Krieg und in der unmittelbaren Nachkriegszeit wurden. Also zugespitzt formuliert, das führt dazu, meine ich, kann man vielleicht sagen, also ein zugespitzt formuliert, wurde der tschechoslowakische Staat daher nicht am 28. Oktober 18, sondern erst im Laufe der nächsten Monate und Jahre gegründet, als das tschechoslowakische nationale Siegesnarrativ von einem bedeutenden Teil der Bevölkerung auch angenommen wurde, da dem eigenen Leiden im Krieg somit ein Sinn gegeben werden konnte. Also wir haben ja nicht umsonst gelitten, wir haben gesiegt, wir haben einen eigenen Staat. Trotzdem also auch in der tschechischen Gesellschaft starke ideologische Gegensätze und Konflikte zwischen den Linken, vor allem am Anfang der Republik, zwischen dem linken und rechten Lager herrschten, wurde im Unterschied etwa zu Österreich die Politik nicht durch diesen Konflikt vergiftet und der Staat konnte auch weiterhin sein Gewaltmonopol behalten. Hier ist zweifellos die positive Wirkung des nationalen Diskurses, also die positive Wirkung des nationalen Diskurses, dieses Nationalprinzips für die Stabilität des Staates und zugleich für die Festigung der neuen demokratischen, politischen und gesellschaftlichen Ordnung zu sehen. Er hilft, die Gesellschaft in die friedliche Nachkriegszeit überzuleiten und sie wieder auf der Grundlage eines neuen eigenen Nationalstaates zu integrieren. Aber immerhin, ja, muss man auch zugleich und ja, auch die Schattenseiten erwähnen, zugleich wurde jedoch diese Reintegration auf einer tschechischen bzw. tschechoslowakischen nationalen Grundlage nur dadurch möglich, dass viele Minderheiten an der Gründung des Staates nicht beteiligt waren.
Die Tschechen betrachteten die neue Republik als ihren lang ersehnten Staat, den sie unter Anbindung der Slowaken nicht als Staat mehrerer Nationalitäten, sondern als tschechoslowakischen Nationalstaat mit mehreren Minderheiten verstanden. Der große deutschsprachige Bevölkerungsanteil, aber auch die Magyaren, Karpato-Ukraine und Polen hatten an der Schaffung der tschechoslowakischen Verfassung ebenso wenig Anteil wie an der Festlegung des so bedeutsamen Sprachengesetzes im Jahre 1920. Also damit komme ich zum zweiten Teil, zum zweiten Komplex und jetzt zu den nächsten Jahren, also nicht nur Nachkriegszeit, sondern auch die nächsten Jahre, also 20er, 30er Jahre. Und ich werde versuchen, jetzt diese nächsten Jahre am Beispiel der politischen Kultur und der Demokratieverständnis, also Demokratiepraxis vielleicht in diesen Jahren darzustellen. Darüber, ob die Tschechoslowakei also ein stabiles politisches Regime sei, an dem auch die nicht-tschechisch oder nicht-slowakisch sprechenden Bevölkerungsteile teilnehmen könnten, entschieden daher erst die folgenden Jahre. Hier sind also die Rahmenbedingungen, gesamteuropäische Rahmenbedingungen waren sehr günstig. Also die verbesserte Wirtschaftslage in der zweiten Hälfte der 20er Jahre, als auch die stets andauernde Schwäche Deutschlands, welches gezwungen wurde, an der neuen internationalen Ordnung in Europa teilzunehmen, kamen der Tschechoslowakei in den 1920er Jahren zweifellos zugute. In der Politik entwickelte sich in dieser Zeit eine ausgereifte, konsensorientierte politische Kultur, die von einigen Politologen sogar als ein typisches Beispiel einer Konsensdemokratie bezeichnet wird. Das heißt, eine Form der Demokratie mit dem Ziel, einen möglichst breiten gesellschaftlichen Konsens herzustellen und auch die Minderheitsmeinungen einzubinden. Trotz einer nominell großen Zahl der Regierungen kristallisierten sich bald nur einige wenige Formen der Regierungskoalitionen heraus, die alle über eine große Mehrheit im Parlament verfügten und denen seit dem Jahr 1926 auch stets die Vertreter der deutschen Parteien angehörten, also der sogenannten aktivistischen Parteien. Das waren die deutsche Parteien, die sudetendeutsche Parteien, die bereit waren, aktiv mit den Tschechen aktiv, also in der Regierung zusammenzuarbeiten. Hier nur eine Tabelle, also wie Sie sehen, wirklich viele, ich meine vielleicht 20, habe ich vergessen, also viele Regierungen in dieser Zeit von 18 bis 38, aber die Formen waren ziemlich, nur wenige Formen, also und die meisten bis auf diese Mitte-Rechts-Regierung, aber auch mit den Deutschen, das war eine internationale tschechisch-deutsche Koalition, aber Mitte-Rechts. Das waren die Koalitionen, die ja also von links nach rechts und ab 26 Tschechen und Deutschen also integrierten, also die tschechische und deutsche Partei. Den Hauptkern des ganzen Systems bildete die Zusammenarbeit zwischen der Sozialdemokratie und der Bauernpartei, also linke und rechte Parteien oder Mitte links, Mitte rechts, welche durch ihre deutsche Schwesterparteien, das heißt die Deutsche Sozialdemokratische Partei in der Tschechoslowakei und den Bund der Landwirte gefolgt wurden. Diese konsensorientierte politische Kultur blieb bis zum Ende der Demokratie in der Tschechoslowakei in Kraft. Trotz des Wahlerfolges der autoritären und protofaschistischen sudetendeutschen Partei in der Parlamentswahl 1935, ich komme zu dieser Wahl noch später, also detaillierter, also trotz des Wahlerfolges dieser sudetendeutschen Partei im Jahre 1935 war die innenpolitische Situation in der Tschechoslowakei auch in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre immer noch vergleichsweise günstig. Prodemokratische, gemäßigte politische Kräfte verfügten im Parlament über eine beachtenswerte Mehrheit. Die Agrarier und die Sozialdemokraten stärkten auch weiterhin eine gemäßigte politische Mitte, ein tatkräftiges Mittel gegen die radikalen antidemokratischen Tendenzen. Hier nur ein ganz einfacher Graph. Ich habe versucht, also die Wahlergebnisse aller Parteien zusammenrechnen. Also sind deutsche, tschechische, alle Parteien, auch die jüdische Partei und kleine ungarische Parteien zusammenzurechnen. Also unter dem Gesichtspunkt, ob die Parteien also
auf irgendwelche Weise also eher pro-tschechoslowakisch waren oder ob sie eine wirklich starke Opposition gegen den Staat darstellten, gegen das herrschende System sozusagen. Und wie Sie sehen, 1935 natürlich kam es zu einer, ja, zu diesem Erdrutschsieg der Sudetendeutschen Partei, aber immerhin hatten diese, kann man sagen, konstruktive Parteien haben immer eine ziemlich große Mehrheit im Parlament. Also, ja. Wieder muss man auch über den Preis einer solchen Stabilität sprechen. Und der Preis war wirklich enorm. Die maßgebenden Entscheidungen in dieser konsensorientierten politischen Kultur fielen in zwei informellen Gremien, die fernab der parlamentarischen Kontrolle agierten. In der sogenannten Petka, kann man sagen, eine Art fünfer Ausschusses, und im Hrad, also die Burg. Die Petka, dieser fünfer Ausschuss, entstand als Reaktion auf die innenpolitische und vielleicht die stärkste, schwerste Krise des Staates im Herbst 1920, also die nationalen Ausschreitungen und die Krise der Sozialdemokratie, die in der Gründung der Kommunistischen Partei mündete. Damals bildeten die Spitzenpolitiker der wichtigsten tschechischen politischen Parteien von links bis rechts den sogenannten Fünferausschuss, in welchem die maßgeblichen Entscheidungen fernab der parlamentarischen Kontrolle fielen. Und daneben, also ein bisschen ein Gegenzentrum, daneben bildete sich um den Präsidenten, der eine einflussreiche Stellung innehatte, ein weiterer Zirkel, die sogenannte Burggruppe. Es handelte sich dabei um einen informellen Kreis von einflussreichen Politikern, Intellektuellen, Spitzenbeamten, Unternehmern und Journalisten, den Präsident Masaryk um sich versammelt hatte und der seine Auffassungen von Politik und Gesellschaft im politischen Tagesgeschäft unterstützte. Zu diesem Kreis, zu diesem engen Kreis der Vertrauten des Präsidenten und seines Außenministers Beneš gehörten auch Vertreter der deutschen aktivistischen Parteien und des deutschsprachigen liberal- und linksorientierten intellektuellen Milieus. Das System von Petka, ich habe gestern auch ein paar Bilder, also hier ist eine Karikatur, das ist nicht also Petka, also diese fünfte Ausschuss ist eine andere, also informelle Gruppe von Masaryk, die sogenannte Freitagsrunde, also Pátečníci, also sind die, es ist Masaryk hier in der Mitte, hier ist der Außenminister Beneš, hier ist der Schriftsteller Karel Čapek. Das ist eine, eine Runde, ja, Freitagsrunde, also freie Diskussion und Masaryk in der Mitte. Also das System von Petka und Hrad leistete einerseits einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Stabilität der ethnisch, politisch, religiös und sozial zerklüfteten ersten tschechoslowakischen Republik. Andererseits stand es im Widerspruch zu den demokratischen Grundsätzen der Verfassung und förderte bei nicht wenigen Bürgern eine gleichgültige Haltung gegenüber dem System der parlamentarischen Demokratie. Politik wurde mehr und mehr als kaum durchschaubare Angelegenheit der Eliten betrachtet, auch welche der Einzelne wenig Einfluss hatte. Bald sprach man auch über die Korruption und die Republik erlebte mehrere politische Skandale. Gravierend war außerdem, und das ist ganz wichtig, das sieht man auch also an dieser Grafik, gravierend war außerdem, dass dieses System schnell an Dynamik verlor. Die Opposition wurde notgedrungen in die Form einer Systemopposition gedrängt. Es fehlte an demokratischen Alternativen zur bestehenden Ordnung. Und hier auch eine schöne Karikatur, das ist ein Vorschlag für eine Abstimmungsmaschine im Parlament. Also man braucht die Abgeordneten nicht, also es genügt also dieser Spitzenfunktionär einer Partei, vielleicht Mitglied dieser Petka, dieses Fünferausschusses, und es funktioniert hundertprozentig und ohne Probleme. Anstelle irgendwelcher mutiger Reformen, die der Staat zumindest in der Minderheitenpolitik dringend brauchte, konnte das System nur kleine, im Endeffekt wenig attraktive Kompromisse hervorbringen. Und die letzte Sache, die wichtig ist und für mich ist eine Überleitung zum nächsten Thema, die Konsensdemokratie setzt außerdem voraus, dass die Gesellschaft klar strukturiert ist. Hier ist die parteipolitische und die nationale Versäulung der Gesellschaft die Voraussetzung, als auch das Produkt, Folge einer solchen politischen Kultur.
Nur dank dessen, dass die einzelnen Gruppen in der Gesellschaft klar definiert sind, sich als solche wahrnehmen und einschlägig diszipliniert handeln, ist es ihren politischen Spitzenvertretern möglich, in ihren Namen die Kompromisse mit anderen Spitzenvertretern auszuhandeln. Auch der politische Kampf richtet sich meistens auf die Mobilisierung der eigenen Anhänger und nicht auf die, wie heute üblich, Überzeugung der indifferenten Wähler, deren Wählergunst stets wechselt. Und damit komme ich zum dritten Beispiel oder zum dritten Thema, also diesem Gesamtkomplex Demokratie und Nation, und nämlich zur Volkszählung. Die konsensorientierte politische Kultur ermöglichte also einerseits das Funktionieren einer Demokratie in einem ethnisch, regional oder sozial inhomogenen Staat, zugleich führte sie jedoch zur Festigung und zur gegenseitigen Abgrenzung der Gruppen und hier vor allem im Fall der Tschechoslowakei der Nationalidentitäten. Sie wurden diese Nationalidentitäten auch durch andere Machtstrategien weiter gefördert. Instruktiv kann in diesem Zusammenhang das Beispiel der Volkszählung sein. Im Februar 1921 fand die erste Volkszählung in der Tschechoslowakei statt, die schon im Vorfeld breit diskutiert und politisiert wurde. Im Unterschied zu den früheren Volkszählungen in der Monarchie wurde nicht mehr nach Umgangssprache gezählt, sondern jeder Bürger musste sich zu einer Nationalität bekennen. Darüber hinaus wurde es dem Staat bzw. den Zählkommissaren erlaubt, in Streitfällen selbst über die Nationalität im Einzelnen nach objektiven Kriterien wie der Muttersprache zu entscheiden. Die Volkszählung war daher nicht nur eine statistische Datenerhebung, sie ordnete, gestaltete und klärte die nationalen Verhältnisse und Identitäten im neuen Staat dadurch, dass jeder gezwungen wurde, national gegenüber dem Staat, so offiziell Nationalfarbe zu bekennen. Hier eine schöne Karte, meine ich, also übrigens ganz gute Karte, ganz detailliert, bis auf die letzte Dörfer gehend. Und das ist auch Grund, meine ich, der nächsten Volkszählung, nicht diese 21, gab es noch zweite Volkszählung. Was ich vor allem zeigen wollte, ist auch also diese Arbeit mit der Farbe. Ne? Also man arbeitet mit der roten Farbe, die ganz stark eindrucksvoll ist. Und dann auf den ersten Blick kann man sagen, okay, dann sind fast alle Tschechen, ne? Also die Tschechen leben in dem Staat. Weil die Deutschen sind hier in diesem sehr schwachen blauen Farbe gezeichnet. Und das ist nur eine Anekdote, also eine Nebenbemerkung, dass man damit arbeitete, natürlich nicht nur in dieser Zeit die Tschechen, sondern auch die Deutschen. Und hier ist eine bekannte Karte, wieder mit der roten Farbe, eine bekannte Karte des deutschen Geografen Albert Benck, welcher dieser Begriff deutsche Volks- und Kulturboden prägte. Und hier wieder mit der roten Farbe. Und die Situation sieht ganz anders aus, ne? Also als in der vorigen, als im Falle der Tschechoslowakei. Also in all diesen Fällen wurde die Nation zum Prinzip der Stabilisierung des Staates, der Verwaltung und Kontrolle, zum Rahmen, in welchem der neue Staat gestaltet und organisiert wurde. Obwohl einerseits stabilisierend, führte eine solche Deutung gleichzeitig zu neuen Widersprüchen. Die Nationalisierung im Sinne eines klaren Bekenntnisses zu einer oder anderen Nation ermöglichte zum einen die politische Herrschaft, da sie den Raum übersichtlich strukturierte, sie war auch für die Schul-, Kultur- oder Sprachpolitik bedeutend. Zum anderen rief sie jedoch neue Nationalismen hervor, die in Krisenzeiten für den Staat bedrohlich werden konnten. Aufgrund dieser Überlegungen kann man vielleicht zu dem Schluss kommen, dass sogar der schon erwähnte Erdrutschsieg der Sudetendeutschen Partei im Jahre 1935, als sie damals die Sudetendeutsche Partei 68% der Sudetendeutschen oder der deutschen Stimmen gewann und auch in der ganzen Tschechoslowakei sogar zur stärksten Partei wurde, also gewann. Also dieser Sieg, welcher die bisherigen Kräfteverhältnisse, dieser Sieg nicht nur im deutschen politischen Spektrum auf den Kopf stellte, nicht so unerwartet kam, wie viele Zeitgenossen meinten. Ohne Zweifel, es spiegelten sich in diesem Wahlerfolg katastrophale Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise, die besonders hart die mehrheitlich
deutschsprachigen Regionen der Tschechoslowakei, wo die exportabhängige Leichtindustrie Überwog traf. Der Sudetendeutschen Partei gelang es, die Massenarbeitslosigkeit in diesen Gebieten als eine Folge der nationalen Unterdrückung seitens der Tschechen zu präsentieren. Doch zugleich war die Entstehung und der Erfolg einer solchen Partei nicht nur das Resultat einer aus mitteleuropäischer Perspektive ja endlich doch zufälligen Deformanz des globalen Kapitalismus. Sie war ebenso auch eine logische Folge der tschechoslowakischen politischen Kultur. Die SDP, die Sudetendeutsche Partei, war eine nationalistische Partei, die den Anspruch erhob, alle Sudetendeutschen zu vereinigen. Sie folgte also den Nationalisierungstrends und zugleich stellte sie eine klare Opposition zum bestehenden System dar, welches als unfähig angesehen wurde. Die Sudetendeutsche Partei agierte daher konsequent als eine Bewegung. Ursprünglich hieß sie auch Sudetendeutsche Heimatfront, nicht Partei. Also eine Bewegung, die gegen die alten, traditionellen, verkrusteten, kompromissbereiteten politischen Parteien auftrat. Eine ähnliche Logik kann man auch im Falle des slowakischen Nationalismus beobachten, der sich immer stärker gegen das staatstragende Konzept eines Tschechoslowakismus stellte, indem er nur einen Deckmantel für die tschechische Bevormundung sah. Also damit wollte ich sagen, es war kein Zufall, meine ich, also, sondern auch eine logische Folge sozusagen dieser politischen Kultur der Ersten Republik, die zugleich aber wichtig war für die Stabilität des Staates. Ich werde jetzt das Gebiet der politischen Kultur verlassen, um noch ein anderes Beispiel der Demokratie, vielleicht gefährdenden Folgen des Nationsprinzips zu erwähnen. Die nationale Kategorisierung bzw. das Denken in nationalen Kategorien zusammen mit dem Glauben an die Bildung eines besseren Menschen, in einem Text sprach sogar Masaryk über einem neuen Adam, wir brauchen einen neuen Adam zu bilden, nach dem Jahr 1918, also mit diesem Glauben an die Bildung eines besseren Menschen, der fähig und würdig ist, an politischen Entscheidungen in einer Demokratie sinnvoll teilzunehmen, konnte auch zur Identifizierung der konkreten Gesellschaftsgruppen führen, welche als die anderen, als eine Gefahr für die Mehrheitsgesellschaft und zugleich als ein Objekt der Modernisierungspolitiken gehalten werden konnten. Ein prägnantes Beispiel stellt die tschechoslowakische Politik gegenüber den Roma dar. Im Jahre 1927 wurde in der Tschechoslowakei das Gesetz über die wandernden Zigeuner angenommen. Nach diesem Gesetz wurden, wieder ein Zitat, also die Zigeunerlegitimationen an alle Zigeuner, die von Ort zu Ort wandern und andere arbeitsscheue Menschen ausgestellt. Sie beinhalteten persönliche Daten, eine Personenbeschreibung und Fingerabdrücke. Hier also ein Beispiel dieser sogenannten Zigeunerlegitimation, also mit Personenbeschreibung und damals ganz moderne Technik, kriminalistische Technik, Fingerabdrücke. Und hier noch an damalige Idylle, also idyllische Gemälde, also die Gendarmes kontrollieren die Zigeuner in einem Zigeunerlager. Denn insgesamt 36.000 Menschen, welchen die Legitimation ausgestellt wurde, sie wurden auch in einem Zentralregister in Prag geführt, wurde folglich unter anderem der Eintritt in verschiedene Örtlichkeiten, in verschiedene Stadtteile, Badeorte verweigert. Auf diese Weise sollte eine ganze ethnische oder soziale Schwere, eine ganze ethnische oder soziale Gruppe mithilfe der modernen technologischen Mittel aus einer Gesellschaft der anständigen Bürger vorbeugend ausgegrenzt werden. Um der Realität einer modernen, fortschrittlichen Gesellschaft näher zu kommen, plante man auch Arbeitslager für die erwachsenen Zigeuner zu bauen. Das Fernziel lag daher auch darin, den Mitgliedern eines vermeintlich unterentwickelten Stammes, die noch nicht fähig waren, eine eigene Kulturnation zu bilden, zum kulturellen und sozialen Aufstieg zu helfen. Beispiele aus der damaligen Presse, also
zwei Texte hier, also ein Text über die zivilisierten Zigeuner, also die das irgendwo leben, und hier eine Notiz, dass ein Zigeuner, also ein Roma, die Jura absolvierte. Das wurde so wichtig angesehen. Eine solche Denkweise, die in einem kriminologischen Diskurs und zugleich in dem Fortschrittsoptimismus der modernen Nationen wurzelte, legitimierte die Verabschiedung eines Gesetzes, welches das Staatsbürgerprinzip für zehntausende Menschen in Frage stellte. Also denn zehntausende Menschen wurde aufgrund einer ethnischen, sozialen Merkmale, wurde, also die Bewegungsfreiheit wurde begrenzt. Auch in einer funktionierenden Demokratie und in einem Rechtsstaat zeigte sich, dass eine ziemlich klare Vorstellung davon, wer zu uns kulturell, sozial, was sein Auftreten betrifft, wer zu uns gehört, wichtiger sein konnte als die Grundprinzipien einer demokratischen Verfassung und konnte damit somit die Aberkennung der Rechte eines Staatsbürgers legitimieren. Ja, und damit komme ich zum letzten Teil, schon zum letzten Teil meines Vortrages, also jetzt über die sozusagen ja, gegenläufige Tendenzen, weil alles nicht so schwarz-weiß war, ja, alles drehte sich nicht nur um die Nation, um diesen Nationsbegriff. Nichtsdestotrotz, die Nationalisierung bzw. das Nationalprinzip stellte ebenso in der Tschechoslowakei nicht den einzigen Aspekt ihrer Geschichte in dieser Zeit dar. Man findet immer auch gegenläufige Tendenzen, die Überschreitung klarer nationaler Abgrenzungen und sogar Ansätze eines tschechoslowakischen Staatsbewusstseins, welches mit den klaren nationalen Identitäten vielleicht koexistierte. Konnte also eine tschechoslowakische politische Nation gebildet werden? Konnte man nicht nur zum Beispiel über die tschechoslowakischen Deutschen, sondern auch über die deutschen Tschechoslowaken sprechen? Im Folgenden werde ich einige Beispiele anführen, ohne jedoch Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. So wollten zum Beispiel die Wirtschaftstreibenden in den deutschsprachigen Gebieten ungern auf ihre historischen Absatzgebiete im tschechischsprachigen Landesinneren verzichten und umgekehrt. Generell wirkte die marktwirtschaftliche Logik dem nationalistischen Denken entgegen und förderte die Zusammenarbeit der Nationalitäten. Darüber hinaus waren in der Kultur neben den Tendenzen einer streng nationalen Abgrenzung die Bemühungen um eine fruchtbringende Zusammenarbeit und gegenseitige Beeinflussung nicht zu übersehen. Vor allem im städtischen Bereich wirkten viele liberale und international ausgerichtete Intellektuelle, unter ihnen viele Juden, als sogenannte Übersetzer zwischen den Kulturen. Auch in der Massenkultur, die sich in den goldenen 20er Jahren in den Großstädten allmählich entfaltete, wurden nationale und soziale Grenzen zunehmend verwischt. Kabarett, Tanzen, Kino, Vergnügungspark oder Fußball wurde von den Tschechen oder Deutschen mit der gleichen Leidenschaft angenommen. Wichtig war auch die Perspektive, von der man den Staat betrachtete. So lassen die globalen Exportinteressen, die vom Staat oder die vom Staat unterstützten und auch den sogenannten Orient ausgerichteten wissenschaftlichen Expertisen oder der Ruf nach einem stärkeren Engagement außerhalb von Europa den neuen Staat als einen vorwärtsstrebenden westlichen Staat erscheinen. Dies galt nicht nur für globale Unternehmen, wie zum Beispiel den Schuhproduzenten Batya oder die Maschinenbaufirma Skoda, sondern auch für einen bedeutenden Teil der kulturellen Eliten, die den Staat als einen fortschrittlichen Staat darzustellen versuchten. Wieder ein paar Bilder, ja, also hier eine Werbekampagne der Firma Batya, ja, hier also mit der Inschrift, also helle, weiträumige Zimmer, perfekte Maschinen, eine direkte Verkehrsverbindung zwischen der Fabrik und dem Warenhaus, das alles ermöglicht uns, dass unsere Schuhe nicht nur also billig, sondern auch also perfekt sind. So, und hier diese Vorstellung über die Modernität ohne irgendwelche nationale Anspielungen. Hier, als Modernität, also Hauptsitz von Batya, diese Firma in der mährischen Stadt Zlín, und letztlich vielleicht ja ein schönes Auto also eine deutsche Werbekampagne für das Auto für Tatra 77.
Eine solche globale Sicht bestritt die Existenz der Nation nicht. Sie ließ sie jedoch in einem anderen Licht erscheinen und gab ihr einen anderen Inhalt, als dies aus einer nur lokalen Perspektive möglich gewesen wäre. In dieser Perspektive konnten die Begriffe wie Tschechisch, Tschechoslowakisch, aber auch Deutsch-Böhmisch und so weiter oft verschmelzen. Was all diesen Beispielen jedoch gemeinsam ist, ist, dass sie fern der eigentlichen Politik liegen. Sie folgten entweder der eigenständigen Logik des Preisgewinns, wie im Falle der Wirtschaft, oder sie blieben auch das Alltagsleben oder kulturelle Leben begrenzt, beziehungsweise betrafen die Selbstdarstellung des Staates nach außen. Erst unter dem Druck von außen entschied sich die Politik endlich, die nationalen Beziehungen im Staat neu zu regeln. Die drei deutschen aktivistischen Parteien traten auch nach ihrer Wahlniederlage im Jahre 1935 erneut der tschechoslowakischen Regierung bei und bemühten sich vor allem um Verbesserungen der wirtschaftlichen und sozialen Situation der Deutschen in den Grenzregionen. Sie konnten auch durchaus Erfolge verbuchen und erreichten etwa im Februar 1937 ein Abkommen mit der Regierung, das deutschen Betrieben steuerliche Erleichterungen und größtenteils die Erlangung öffentlicher Aufträge ermöglichte. Darüber hinaus wurden nach der Phase des Abbaus von deutschen Beamten 1937 wieder 7000 Deutsche in den tschechoslowakischen Staatsdienst aufgenommen. Und in dieser Zeit natürlich stellte die Tschechoslowakei auch für die meisten sudetendeutschen Antifaschisten die letzte Hoffnung dar. Mein letztes Bild ist ein Zeitschriftenartikel von Wenzel Jaksch im Prager Tagblatt vom Jahr 1936. Wenzel Jaksch war ein bedeutender sudetendeutscher Sozialdemokrat und dann später in der Bundesrepublik tätig, also in der deutschen Sozialdemokratie, später ein Berater von Willy Brandt. Und Wenzel Jaksch war damals ein junger Sozialdemokrat und Vertreter des sogenannten Neoaktivismus. Also das war eine junge Generation der aktivistischen Politiker, die versuchten sozusagen ein neues Wind sozusagen in diese Politik zu bringen. Und hier also nur also kurz, also das ist ein Programmartikel aus dem Prager Tagblatt, hier ein schöne Zitat. Wir kennen an den Grenzen keinen Maginot-Gürtel bauen. Deshalb muss sich der tschechoslowakische Staat einen Festungsgürtel von staatstreuen Deutschen sichern. Doch trotzdem konnte damit der Dynamik der Politik der Sudetendeutschen Partei kein Einhalt geboten werden. Die Partei orientierte sich immer stärker am aufstrebenden NS-Deutschland und an Hitlers Plänen zur Zerschlagung der Tschechoslowakei. Und damit komme ich zum Schluss, zum Fazit meines Vortrages. Ob unter günstigeren innenpolitischen und vor allem außenpolitischen Bedingungen das tschechoslowakische Experiment bessere Chancen gehabt hätte, muss natürlich offen bleiben. Immerhin muss man, meine ich, die am Anfang gestellte Frage nach der Vorbildfunktion der ersten tschechoslowakischen Republik eher verneinen. Und auch daher ist mein Fazit leider ein bisschen verlegen. Ich habe lange darüber nachgedacht und bin ich dazu gekommen, dass es wirklich ein bisschen verlegen. Aus der Zwischenkriegszeit eine positive sowie negative Lehre zu ziehen, erscheint problematisch. Da viel durch externe Faktoren und spezifische historische Kontexte beeinflusst wurde und die einzelnen Akteure jeweils reagierten. Zugleich zeigt mindestens das Fallbeispiel der Tschechoslowakei in der Zwischenkriegszeit, wie unglaublich kompliziert es ist, ein gerechtes und zufriedenstellendes Integrationsangebot in eine kulturelle, soziale oder auch national pluralen Gesellschaft zu bilden und die Partizipation breiter Bevölkerungsschichten zu gewährleisten, ohne die bestehende Abgrenzungen zu stärken und neue Ungerechtigkeiten oder sogar Ausschließungen ganzer Gruppen zu verursachen. Die tschechoslowakische Lösung dieses Problems, ein Staat mit einer tragenden, moralisch reifen Nation, die zugleich bereit ist, den vielen Minderheiten ein gewisses Mitspracherecht zu garantieren und sie
teilweise an politischen Entscheidungen teilhaben zu lassen, ist dabei eher als eine Sackgasse zu bezeichnen. Doch die Lehre, die die tschechische Gesellschaft aus diesem gescheiterten Experiment unmittelbar nach dem Jahr 1938 und dann wieder nach 1945 zog, also die Lehre, die nationale Inhomogenität und gleich darauf auch die Demokratie abzuschaffen, ist ebenfalls wenig zufriedenstellend. Vielleicht lebt die Demokratie von der kulturellen, ethnischen oder sozialen Pluralität, und eine sozial-kulturell oder national homogene Gesellschaft ist eher als ein Albtraum, als ein Ideal zu betrachten. Ja, soviel zum mein Vortrag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bin gespannt auf die Diskussion. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick. Die Diskussion ist eröffnet. Melden Sie sich und ich werde mit dem Mikrofon rumgehen, damit Ihre Frage auch gut zu hören ist. Können Sie vielleicht zur Nationalitätenkarte gehen? Ja. Also Sie haben ja gesagt, in Österreich-Ungarn wurde die Umgangssprache sozusagen gewertet und in der Tschechoslowakei die Nationalität. Wo waren die Hauptunterschiede? Soll ich gleich antworten? Ja, okay. Also die Unterschiede mussten keine sein, aber es konnten auch also ziemlich große Unterschiede. Also mit der Umgangssprache versuchte der, das war eine andere Deutung der Nationalität und der Sprache und der Funktion der Sprache. Also im Falle dieser Volkszählungen in der Monarchie wurde Sprache als ein Kommunikationsmittel angesehen, als ein praktisches Mittel. Also der Staat brauchte wissen, wer mit welcher Sprache meistens spricht. Diese Kategorie Umgangssprache meinte, also die Frage war ungefähr so, in welcher Sprache Sie meistens in Ihrem Leben, in Ihrem Familienleben, in Ihrem Berufsleben, welche Sprache Sie benutzen. Viele tschechische, aber auch deutsche Nationalisten kritisierten dieses Kriterium oder diese Kategorie, weil sie meinten, damit, vor allem die Tschechen meinten, damit wurden viele zum Beispiel Bediensteten, oder wie sagt man, also die Dienstmädchen zum Beispiel, ja, die wurden dadurch, also in ihrem Berufsleben, sie kommunizierten natürlich Deutsch, aber nach den tschechischen Nationalisten, die fühlten sich als die Tschechinnen. Ja, also das war dieser schmale Unterschied. Daher diese Kritik an dieser Umgangssprachekategorie und daher nach 1918, also ein Versuch, zum Zentrum diese Nationalkategorie, also die Kategorie der nationalen Identität zu bilden. Das heißt, jeder sollte sich frei zu einer Nationalität bekennen. Und man erhoffte, vor allem auf der tschechischen Seite, davon, dass die Zahl der Tschechen weiter wächst. Ne? Also, aber zugleich, also ich habe gesagt frei, aber zugleich, weil die so wichtig war, also der Staat fühlte sich berechtigt, in Streitfällen über die Nationalität der einzelnen Leute zu entscheiden. Weil, das war die Konzeption, diese Kategorie ist eine objektive Kategorie, jeder hat eine, jeder hat nur eine nationale Identität. Und was, ja, dann sollte man, und ist es möglich auch, also ganz objektiv zu sagen, ob er oder sie ein Deutscher oder ein Tscheche ist. Und dann meistens kehrten, weil es ist ziemlich kompliziert zu sagen, also die Nationalität zu bestimmen, dann kehrten meistens der Staat oder die Zellkommissaren zu dieser Muttersprache zurück. Also haben zum Beispiel die Leute gefragt, naja, sie haben sich als ein Deutscher angemeldet, aber jetzt habe ich gehört, sie sprechen mit den Kindern und ja, sie wurden in einer tschechischen Familie aufgewachsen. Das war zum Beispiel Fall der Leute, die irgendwo in den tschechisch sprechenden Teilen geboren wurden. Und dann, die haben vielleicht eine deutsche Frau geheiratet, sind nach irgendwo, weiß ich nicht wohin, in den Grenzgebieten gekommen. Und dann haben sich in das deutsche Umfeld integriert.
Aber für diese Zellkommissare waren das die Tschechen, weil ja, die Muttersprache war Tschechisch. Also das war ungefähr der Unterschied. Und wirklich, man hoffte, dass die Zahl der Leute, erstens hoffte man, damit kann man ein besseres Bild bekommen, und zweitens, man hoffte, also man bekommt mehr Tschechen sozusagen. Am Ende, das war nicht so, ich bin jetzt kein Experte dafür, aber soweit ich weiß, das war nicht so gravierend, aber die Vorstellungen wurden nicht so ganz erfüllt, wie man am Anfang erwartete. Mich würde interessieren, wie diese tschechische Moral begründet war. Also war sie religiös oder säkular begründet? Weil das ist ein bekanntes Phänomen für diesen Zeitraum, also in Europa und auch darüber hinaus. Danke. Oh, das ist eine schwere Frage. wie begründet? Also von Masaryk wurde sie also geschichtsphilosophisch begründet. Also der hat Masaryk eine sozusagen eigene Deutung der tschechischen Geschichte oder böhmischen Geschichte entwickelt, also mit diesem Rückzug auf die protestantische Traditionen im Mittelalter, also Jan Hus und so weiter. Und also als ein Symbol für die Wahrheit, also für einen Kampf für die Wahrheit gegen den Staat, als Kampf gegen diese Verbindung zwischen der Kirche und dem Staat. Also was am Ende sehr in Masaryks Augen sehr also vernichtend für die Kirche, für das Glauben, für die Moral, als auch für den Staat sein könnte. Und dagegen, in der Deutung von Masaryk, haben die Tschechen in ihrer Geschichte gezeigt, dass sie schon im Mittelalter, noch lange vor den Deutschen, von dem deutschen Protestantismus, also diese Ideen entwickelt haben, also Jan Hus, diese hussitische Bewegung. Und dann später auch also diese protestantische Tradition im 16. und 17. Jahrhundert in den böhmischen Ländern. Das war ein Grund, meine ich. Natürlich, also es gibt jetzt ein ganz, meine ich, gutes Buch von einem englischen Historiker über die Religiosität von Masaryk. Und der hat ziemlich ganz, ganz gut diese seltsame Welt dargestellt, also von Masaryk. Und er zeigt also, wie wichtig war für Masaryk, aber auch für seine Tochter, diese Alice Masaryk, wie wichtig war diese Erfahrung mit dem amerikanischen Protestantismus, also mit der amerikanischen Religiosität sozusagen. Also, weil Masaryk wirkte dann auch schon vorher, dann vor allem im Ersten Weltkrieg, wirkte er auch an der University of Chicago, also an der Universität. Seine Tochter studierte in den Vereinigten Staaten, war auch sehr aktiv in verschiedenen also freiwilligen Hilfevereinen oder sowas, also diese freiwilligen Sozialpolitik sozusagen. Das war auch offensichtlich ein starker Impuls für diese. Und letztlich, also dritter Punkt, würde ich sagen, also Masaryk war er ist 1850 geboren, und der war ein Denker der Krise oder ein Philosoph der Krise, also Krise der modernen Gesellschaft. Der hat also diese Krise der Massengesellschaft erlebt. Und er versuchte also die neue Religiosität sozusagen zu bilden. Ja, so eine Antwort. Also wie kann ein Mensch in einer modernen Gesellschaft also religiös sein? Ja, also diese katholische Religiosität war für ihn ein Albtraum. Ja, das ist eine Verbindung von Staat und Kirche, führt nur zur Unterdrückung der Tschechen und so weiter und so fort. Also das waren ungefähr diese Gedanken, und auf diese Weise versuchte er eine ziemlich seltsame Deutung, aber ziemlich einflussreiche dann am Ende Deutung der tschechischen Geschichte zu machen mit diesem, ja, am Ende mit diesem Exzeptionalismus, ne? Also dass die Tschechen moralisch auf irgendwelche Weise dazu berufen sind, was Großes zu machen und so. Ja, ich wollte fragen, wie konsensfähig das ist, was du heute vorgestellt hast, das tschechoslowakische Projekt der Ersten Republik so ambivalent zu sehen. Ich bin im Habsburg-Band zur Historiografiegeschichte, der dieses Jahr erschienen ist, noch nicht so weit gekommen zum Lesen. Ich bin erst in der Mitte. Ich finde das
ein wunderbarer Band zu dieser unbewältigten Vergangenheit, oder bewältigte Vergangenheit, wo so einerseits die Zerfallsgeschichte der Imperien beschrieben wird, aber andererseits eben wie die neuen Staaten sich historiografisch positionieren. Und ich wollte eben auch fragen, was ist eigentlich seit 89 in den letzten 30 Jahren, welche Wendungen hat die Interpretation über die Erste Republik genommen? Also ist es Konsens oder... Also ich würde die beantworten in zwei Teilen. Erstens, eine Sache ist diese allgemeine Erinnerungskultur, Politik oder sowas. Dann würde ich sagen, es herrscht in diesen allgemeinen Meinung herrscht ein Konsens über die Erste Republik. Aber das ist ziemlich, würde ich sagen, entlerntes Konsens. Also die Erste Republik ist ein entlerntes Symbol für ganz, ganz allgemeine Werte wie Demokratie oder weiß ich nicht, Erfolg oder so, ganz, ganz entlernt. Das ermöglicht, und das ist auch der Grund, meine ich, warum die Erste Republik so beliebt ist, weil jeder kann sich damit identifizieren. Und wirklich, also in der heutigen tschechischen Parteipolitik, fast sogar auch die Kommunisten, die also in der Ersten Republik zu den stärksten Kritikern der Republik waren, bis zur zweiten Hälfte der 30er Jahren. Also von den Linken bis zu den Rechten, sogar jetzt diese populistische, für einige protofaschistische Partei diese Partei der direkten Demokratie von Okamura, er hat auch mehrmals gesagt, also Masaryk ist unser Vorbild, das war die echte Demokratie und wir wollen auch echte Demokratie machen. So, ja, also inhaltlich stimmt das gar nicht, aber okay. Also von wirklich, und der Staatspräsident Zeman ist ein großer Bewunderer von Masaryk und so. Also alle, das ist ein entlerntes Symbol, der ermöglicht also eine so große Integration. Das ist, meine ich, wichtig. Also das braucht man, ja, so jetzt offensichtlich die tschechische Gesellschaft ein Integrationsangebot oder ein gemeinsames Narrativ zu finden. In der Geschichtsschreibung ist das natürlich ganz anders oder unterschiedlich und sehr, ja, es ist nicht so einfach. Schon in den 90er Jahren gab es eine Diskussion über die Erste Republik, damals eine wichtige Diskussion zwischen den sozusagen sehr unkritischen Verfechter dieser Zeit unter den Historikern gegen die also mehr kritischere Historiker, die vor allem auch über diese Nationalitätenpolitik schrieben, dass die nicht so einfach war und nicht so, ja, ja, nicht so alles rosarot war und so weiter und so fort. Und seitdem, meine ich, ist diese Meinungslandschaft ganz, ganz breit und ich würde sagen jetzt, aber was bleibt immer noch? Also die Meinungen sind ganz breit, muss man sagen, und ganz bunt. Aber was bleibt immer noch, meine ich, ist ein Haupttrend oder es ist ganz stark, ist, dass man sich wirklich nur auf die Tschechoslowakei konzentriert. Ne? Also dass diese Vergleiche oder die irgendwelche transnationale Geschichte oder sowas, also wenig in Betracht gezogen sind. Das ist vielleicht würde ich sagen, ein gemeinsamer Trend. Natürlich gibt es auch Ausnahmen und so weiter und so fort, aber wenn man so das allgemein charakterisieren will, dann würde ich ungefähr auf solche Weise beantworten. Inwiefern gilt oder dient diese Erste Republik bzw. Tomáš Masaryk als internationales Vorbild? International. Also meinen Sie, ob Masaryk von der tschechischen Gesellschaft als eine internationale Persönlichkeit angenommen ist oder allgemein, ob er also eine Wirkung auch in anderen Staaten hatte? Oder? Aha, das weiß ich vielleicht, das ist für mich schwer zu beantworten. Das müssen vielleicht, sollen vielleicht Sie sagen, ob er überhaupt bekannt ist, also der Masaryk, also in der breiteren, in Europa. Aus meinen Erfahrungen, er ist natürlich also in Österreich bekannt, aber meistens unter dem,
also als derjenige, welcher die Monarchie vernichtete, sozusagen. Weniger ist er in Deutschland bekannt, ich meine fast gar nicht. Ob er in der Schweiz bekannt ist, ist auch, das weiß ich leider nicht. Ich habe leider keine Antwort, also wie er also international bekannt ist. Immer, ja, natürlich, also teilweise ist er bekannt, aber meistens so unter den, diese Welt oder diese Bubble der Bohemisten in der Welt. Also unter den Bohemisten ist er sehr bekannt und gibt es auch also schon jetzt einige Biografien, jetzt eine ganz aktuelle Biografie von einem französischen Historiker, François Marais. Also dann schon, aber ob hinter den Grenzen dieser Bohemisten, ob er bekannt ist, das weiß leider ich nicht. Ja, Sie haben erzählt, dass eben in dieser Nachkriegszeit in der Tschechoslowakei auch das Grundeigentum umverteilt wurde. Mm-hmm. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen Details geben. Wie ging das vor sich? Welche Behörden haben sich damit beschäftigt? Ich meine, nachdem dass das österreich-ungarische Reich oder die Staatsstruktur kollabiert ist. Mm-hmm. Gab es keine quasi, Widerstände oder kriegsähnliche Situationen? Ja, also diese Bodenreform, also aber das war keine isolierte tschechische Geschichte. Also diese Bodenreform wurde fast in allen mittel- und osteuropäischen Staaten, Ländern nach 1918 durchgeführt. Ich meine, am stärksten in den baltischen Ländern, wenn ich mich gut erinnere, aber auch in der Tschechoslowakei war sie ganz bedeutend. Und es wurde eine Reihe, das dauerte fast die ganze Zwischenkriegszeit, also diese Bodenreform, das war wirklich ganz umfangreich. Es wurde eine ganze Reihe der Gesetze beschlossen, was die Bodenreform betrifft, wurde ein staatliches Amt für die Bodenreform gegründet, welche also diese Umverteilung des Bodens also organisieren sollte. Und übrigens, also dieses Amt wurde stand unter starker Einfluss der Agrarpartei. Also das war auch also ein der Grund für viele Korruptionsfälle, weil die Agrarpartei natürlich versuchte, seine verdiente Mitglieder, Funktionäre und so weiter mit dem besten Boden zu geben. Ja. Also allgemein, es wurde eine, jetzt weiß nicht genau, aber es wurde eine Grenze gestellt, also ab welcher Größe die Bauernhöfe als Boden auf den Bauernhöfen umverteilt werden sollten. Ich meine, jetzt weiß ich nicht genau, mehr als 500 Hektar, das weiß ich jetzt nicht genau. Also ab dieser Grenze, dann wurden alle Bauernhöfe, die größer waren als diese Höchstgrenze, das Boden wurde umverteilt an die gegenwärtige Pächter. Also das war verpächtet von den kleinen Bauern. Das war in der Realität war es nicht so drastisch, muss man sagen. Es war nur eine Änderung des Besitzverhältnisses. Ne? Also von verpächtet und dann zum Eigentum dieser mittleren Bauern. Also eine Umverteilung. Die Großbauern bekamen auch eine Entschädigung, also gerechnet nach den Preisen aus der Vorkriegszeit. Darüber gab es auch eine Diskussion, ob die Preise gerecht sind oder nicht, aber okay, also gab es auch eine Entschädigung. Und am Ende muss man sagen, es dauerte wirklich mehrere Jahre, aber am Ende wurde fast die Hälfte der beschlagnahmten Bodens wurde dann am Ende den ursprünglichen Eigentümer zurückgegeben. Also das war, also Ergebnis war nicht so gravierend, wie es am Anfang aussah. Aber das Ziel war wirklich, diese unausgewogene, man meinte, Besitzstruktur zu ändern. Ich habe das schon erwähnt, also 100 Leute oder Bauern, das waren meistens Adelige oder die katholische Kirche, das waren diese Eigentümer,
hatten mehr als 28% des Gesamtbodens in den böhmischen Ländern inne. Also man versuchte wirklich diese Verhältnisse zu ändern und die mittleren Bauern, die kleineren Bauern, die mittleren Bauern zu stärken. Das heißt übrigens auch die Wahlklientel der Agrarpartei, weil das war wichtig für die Agrarpartei. Das war die Hauptagenda der Agrarpartei, muss man sagen, in den 20 Jahren, diese Umverteilung des Bodens. Ja, und gibt es auch natürlich eine Kritik, eine große Diskussion. Eine große Rolle spielte diese Nationalisierung des Ganzen, weil es in diesem Eifer nach 1918 wurde die Bodenreform als ein Nationalisierungsschritt dargestellt. Also wir werden den Fremden, dem deutschen Adel, der deutschsprachigen Kirche oder sowas, werden wir das Boden nehmen. Am Ende gibt es auch eine neue Forschung in meiner zum Thema, war es nicht so also hart oder war dieses Verhältnis. Es ist zu keinem großzügigen Tschechisierung des deutschen Bodens gekommen. Aber diese Rhetorik hat ganz stark also auch die politische Kultur vergiftet sozusagen, weil dagegen stellten sich natürlich die deutsche Parteien, die Bodenreform wurde wirklich zu einem sehr umkämpften politischen Thema also in der Innenpolitik. Schamlos aus, wenn keine anderen Fragen sind, weil wir uns ja jetzt heute hier in Bern befinden, wollte ich die Frage stellen, wie sehr denn dieses Projekt einer östlichen Schweiz, das ja in aller Munde war, 1918 und 19, also diese Idee, dass man eben ein föderatives Modell in verschiedenen Regionen Ostmitteleuropas, Mitteleuropas einführt. Welche Konjunkturen hatte das in dieser Zeit? Also, dass man eben dann doch sagt, man nimmt die Schweiz als. Also, ich staune immer wieder, wie viele Leute in dieser Zeit in die Schweiz reisten, um sich Informationen zu schaffen, wie denn dieses föderative Modell der Schweiz wirklich, warum funktioniert das so gut und ist eine Adaption möglich für andere Nachkriegsstaaten? Und welche Konjunkturen hatte das in dieser Zeit? Ja, also ich meine, es wird ziemlich viel darüber gesprochen, auch in der tschechischen Politik, über diese Modell Schweiz, über den Modell Schweiz. Aber in der Realität, meine ich, also wurde fast nichts durchgesetzt oder fast nichts gemacht. Also umgekehrt ist es in den 20er Jahren dann zu einer Zentralisierung des Staates gekommen. Also keine Föderalisierung, sondern in den 20er Jahren wirklich eine Zentralisierung des Staates. Wieder mit diesem Hintergedanken, wir können nicht den Staat also zu stark föderalisieren, weil dann wird sich der Staat zerbrechen. Also das war eine Sache. Also eher in der Rhetorik als eine Zukunft irgendwo liegende Perspektive, aber immer mit dem zweiten Zusatz. Also aber jetzt ist der Staat ist ganz neu, wir müssen den Staat stabilisieren, wir können nicht solche Sachen machen, dann das kommt später und so weiter und so fort. Zweitens, man sprach darüber, natürlich also auch die deutsche Politiker sprachen über diesem Schweizer Modell, also die wollten die Kantone zu bilden, ein Schweizer Vorbild, also die deutschsprachige Kantone zu bilden. Sowas wurde von der tschechischen Politik abgelehnt, immer, also weil die tschechische Politik würde sich eher die vermischte, am ehesten die vermischte Kantonen vorstellen, weil gab es immer noch die Angst, diese deutschen Kantonen könnten also am Ende an Deutschland angeschlossen werden. Also das war eine Gedanke. Und dann, diese Sudetendeutsche Partei stellte sich, meine ich, ziemlich stark gegen diese Schweizerisierung, wie soll ich das sagen, der deutschen Politik, weil die meinten, diese Schweiz, also die Tschechoslowakei als eine Schweiz wahrzunehmen, könnte dazu führen, dass aus den Deutschen wirklich die Tschechoslowaken werden könnten.
also dann diese Vorstellung, also lieber nicht keine Kantone, aber lieber also wirklich den Anschluss an Deutschland als die Lösung. Ja, und ich wollte noch eine Sache sagen, habe ich das vergessen, zu dieser Schweizer. Ja, und dann ist auch, muss man auch über die strukturellen Unterschiede nachdenken. Also weil die Tschechoslowakei war, das war auch ein Teil der Argumente, warum das schweizerische Modell nicht so einfach einzuführen ist. Weil man sagte immer, hier gibt es einen Unterschied, also im Fall der Tschechoslowakei, wir haben, also für die Tschechen ist die Tschechoslowakei sozusagen der einzige Staat. Aber die Deutschen haben die externe sozusagen Heimaten, ne, hinter den Grenzen, und die Ungarn haben die externe Heimaten hinter den Grenzen, die Polen haben einen Nationalstaat. Also die tschechoslowakischen Minderheiten haben schon einen Nationalstaat, aber die Tschechen noch nicht oder nicht. Also das ist der Unterschied. Ne? Das ist der Unterschied zur Schweiz, sagte man immer. Also, und daher ist es nicht möglich, eine Schweiz sozusagen jetzt schnell oder gleich zu realisieren an dieses schweizerische Modell, weil also die strukturellen Bedingungen sind anders. Zuerst müssen wir unseren Staat stärken, stabilisieren, dann kann man viel darüber nachdenken, wie weiter. So würde ich das ungefähr sehen, also dieses Modell. Also es gibt dazu auch schon Bücher, gerade ein Buch über diesen schweizerischen Diskurs, oder wie soll ich das bezeichnen, in der Zwischenkriegszeit Tschechoslowakei. Ja. Wenn keine weiteren Fragen sind, dann sind wir jetzt hier schön in die Schweiz zurückgekehrt. Ja. Ihnen nochmal ganz, ganz herzlicher Dank für diesen sehr schönen Vortrag. Ihnen allen fürs Kommen. In 2 Wochen geht es weiter mit Religion und Politik im bulgarisch-mazedonischen Raum. Und ich hoffe, Sie kommen wieder hierher. Bis dahin. Dankeschön.